Und herzlich willkommen zurück zu einer nagelneuen Folge von Harvest Moon Magical Melody. Mein Name ist Chrissy und wir starten durch. Heute ist zwar ein Festivaltag, aber das braucht uns nicht zu installieren, diese Note haben wir schon. Uns interessiert, was sagt das Wetter und was ist das nächste Festival? Am 29. das Schaffest. Das wird wahrscheinlich sowieso ausfallen. Also, kein Problem. Gut, wir haben in der letzten Folge entsprechend deutlich mehr Platz jetzt bekommen in unserer Tasche. Wo ist der Hammer? Bin ich blind? Ach, der ist... Okay. Den müssen wir noch wo abholen. Ich vergaß. Ja gut, aber heute wird das sowieso nichts mit dem Abholen. Also gibt's heute auch keine Hammer. Denn heute ist ja Festival. Und dann natürlich alle Läden geschlossen. Und diesmal gucken wir natürlich, dass die Hühner alle versorgt sind. Nicht so wie in der vorletzten Folge, dass wir es vergessen haben, die Hühner zu füttern. Es tut mir doch leid. Ach je. Übrigens, die Folge kommt schon wieder frisch gebacken am gleichen Tag, wo sie rauskommt. Das heißt, wir haben gerade 9 Uhr morgens. Damit ihr euch über eine wunderschöne Folge freuen könnt. Tachchen, 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 Tach, 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 Tach und Tach. Für euch noch alle Futter. Ja, ich hätte euch auch rauslassen können, aber wozu? Euch draußen füttern zu lassen, kostet teilweise mehr Zeit. Naja. Aber es freut mich, dass es euch allen so schön gut geht. Warte mal, wenn ein Festival ist, können wir überhaupt mit anderen Leuten sprechen? Wir müssten ja eigentlich irgendwo sein. So, Andi. Enttäuschung. Tommy. Geht doch. Langsam.
kann, ne? Michael. Eine durchschnittliche Ernte. Wobei Ernte ist relativ gesehen Ertrag. Aber dafür geht's bei den Eiern ganz gut. So, jetzt habe ich alles verkauft. Toll. Naja. Wir haben hier noch oben Blumen. Ja, das Radar ist leer. Toll. Tag hier. Huch. Ist was nichts gewachsen. Komisch. Aber wir haben wieder Mais. So. Jetzt können wir erstmal die gesamte Maisernte verstauen. Denkbar. Wir haben immer noch Platz. Für eine Blume. Ja gut. Das, was wir mit Mais machen, ist sowieso immer das gleiche. Wir tun Mais ja auch nur anbauen, um es später an die Tiere zu verfüttern. Nicht mehr und nicht weniger. Es wurde nicht abgesagt? Okay, krass. Haben wir ja vielleicht doch noch Glück. Hallo Katze. Katze hier geblieben. Bitteschön. Katze. Oh je, da ist jetzt schon jemand müde. Lässt du mich arbeiten? Er macht eh jetzt schon die gesamten Anstalten, als hätte er sonst was gemacht.
Wir sollten nicht unbedingt da unten rein. Ein paar Pilze sammeln können wir jetzt auch noch mal kurz schnell. Katze. So, da haben wir jetzt hier noch einige Pilze übrig. Können wir schön alle verkaufen gehen. Damit die mal ein bisschen nachwachsen können. Ui, Stamina ist fast leer. Ist der Bürgermeister zufällig zu Hause? Nö. Wieso auch? Na gut. Ich wollte gerade überlegen, ob ich noch irgendwas austausche, aber nee. Hallo Hase. Na gut, wir gehen doch zum Festival, falls es heute stattfinden sollte. Es findet statt. Tag, Theodor. Hallo, Woody. Ach, ich kann nichts auswählen, toll. Nein. Ich wollte einfach nur mit dir quatschen. Hallo Martha. Hallo Nina. Hallo Anne. Jamie. Na dann. Ellen. Wie, mehr ist nicht da? Oh, Orangen liegen da. Woody kommt, okay. Hört ihr das? Echtes Feedback, das mag ich.
Ach, ist das schön. Jetzt haben wir aber Mitternacht. Und wir holen uns noch ein paar Orangen ab. Bisschen Energie können wir auch noch. Genau deswegen habe ich so viele gepflanzt. Ich kann hier gerade mal drüben noch mal gucken. Und ja, wir haben nach 1, ich weiß. Ach komm. Wir gehen jetzt schon mal ins Bett. Gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nächste Folge geht's weiter, hoffentlich mit nicht so einem Verpennten, Chrissy. Haut rein. Ciao mit Wow und gute Nacht. Huch. Da kommt ein Nachtrag. Ein Hase kommt zu Besuch. Und wir kriegen nochmal eine Note. Oh, ist das schön. Note des Wildes. Haben wir die auch mal erledigt. Oh, wie süß.